Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Ja, wir machen heute weiter mit unserer kleinen Verfolgungsjagd. Wie gesagt, kurze Folgen auch jetzt auch bei GTA San Andreas, liebe Leute. Das ist jetzt. Nein, 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 nein. Oh, ich hasse sowas. So. Da kommt einer uns entgegen. Ja, in der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft, endlich auch diese Überfälle fertig zu machen. Alter, was für eine Scheiße war das denn? Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. So, wir können hier unten die Mission annehmen. Wo sie mu? Man, where is this guy? Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion. You know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Wootsy Moo. But my friends call me Wootsy. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. There's something real strange about that dude. Be careful, CJ. For sure. So, wir fahren ein kleines Rennen. Den ersten haben wir uns schon. Gut, dass vielleicht die zwei sich da vorne auch ein bisschen uneinig werden. Die Karre, die schwimmen, wir müssen echt völlig aufpassen. So, wir führen. Wann fliegen zu schnell? Ah, welch eine klasse, klasse Variante, ey. Weil die Karre meinte, sich querstellen zu müssen. Thank you.
Scheiße. Ich muss ihn jetzt auf Fahrrad suchen zu kassieren. Wir haben ihn gewonnen. Yes! Zum letzten Moment haben wir den tatsächlich nochmal weggesnickt. Huh, Glück gehabt. Welch ein cooles Rennen. Ja, hat Laune gemacht, auf jeden Fall. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh yeah! You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Ich glaube, wir können tatsächlich jetzt in die dritte Teil der Stadt. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Oder? Ja, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das ist das Wichtigste. Farewell, my love. Ach, die alte schon wieder. You repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love you. When I say I know aus GTA 3. What I mean that I love you. And when I say that I miss you. Catalina, wait. Leave my car alone. I did this for us. Komm, ist der, ne? It's too late. I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions hold up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? No, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race. Crazy bitch. Und nun? Schon wieder ein Rennen oder was? Gegen den Typen? Ja. Ach, gegen die nächsten Truppen. So, der erste schon mal ein bisschen abgearbeitet. Wow. Nein.
Ich war ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu frei. Wer muss das so? Hier geht's das irgendwie hoch oder was? Ja, Scheiße! Und ich dachte, ich hätte mir den einen Typen weggesnackt. Was ist das denn für ein Rennen, ey? Naja. Gewinnen kann ich das nicht. Vermutlich zumindest. Dafür fahren wir uns echt einen Scheiß zusammen. Wie spät auf einmal diese scheiß Dings aufgetaucht ist, ne? Naja. Wie gesagt, wir sind Letzter. Also da muss schon einiges passieren, dass wir da jetzt noch irgendwie was reißen. Ach, leck mich doch am Arsch, Alter. Ja, Thema. Du bist disqualifiziert worden, weil du dein Fahrzeug zerstört hast. Du bist einfach scheiße beim Fahren. Ach, leck mich doch, ey. Was ist das denn für Kackrennen, ey? Das Problem, wir haben keine andere Wahl, keine andere Mission. Jetzt müssen wir da wieder zurück und wieder zu dem Rennen. Oh, was für ein Typ, ey. Danke fürs Wegkram, Arsch. Ja, wir hätten sie nicht geschafft, wie gesagt, abgesehen davon. Und diese Streckenführung und die Steuerung einfach vollkommen für den Arsch ist. Gut, aber das zweite Rennen probieren wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dann und tschüss.